weil ich bin ja schon wirklich schon 14 Jahre online unterwegs und so vieles überrascht mich nicht mehr. Deshalb bin ich natürlich mega gespannt und wir haben hier den Lukas Ritzel. Er verdient sein Geld mit Webstrategien entwickeln und doziert leidenschaftlich gern an unterschiedlichsten Schulen, Fachhochschulen und so weiter. Und jetzt meine Einstiegsfrage an den Lukas Ritzel ist, es steht ja so verheißungsvoll im Programm drin, Gefühlsweb als Nachfolger des sozialen Web. Haben wir es hier mit dem nächsten Big Thing zu tun, mit dem Sensory Internet? Also ich möchte zuerst mal alle willkommen heißen und versuche auf diese Fragen zu antworten, vielleicht mit einem kleinen Augenzwinkern, dass wir vielleicht in 5-6 Jahren mal zurückschauen und dann diese Frage wirklich beantworten können, ob es heute und jetzt vielleicht gerade diesen Switch von Web 2 ins Web 3 gegeben hat. Aber es ist natürlich so, dass auch das Web 2 hat eigentlich keine Geburtsstunde gehabt, sondern man hat irgendwann mal zurückgeschaut und gesagt, okay, da hat sich was geändert vom normalen Web, wie wir es gekannt haben, die ersten 10 Jahre, in ein Mitmach-Web, das man heute Web 2 oder soziales Web nennt. Und ich glaube, es passieren zurzeit gewisse Sachen, die haben eine Tendenz zu einer nochmals neuen Welt im Internet. Und das möchte ich ein bisschen vorstellen. Genau, und da sind wir natürlich alle sehr gespannt, worum es hier geht. Und wir sind wirklich gespannt. Lukas Ritzel, die Bühne gehört Ihnen. Also, vielleicht zuerst zu meiner Person. Mein Name ist Lukas Ritzel und ich bin von Basel, habe aber 10 Jahre in Thailand gewohnt, weil da in Asien, da läuft einiges an Internettechnologien und das hat mir zu dieser Zeit, als ich noch ein bisschen jünger war, hat mir sehr viel Interesse gebracht. Und ich arbeite zurzeit bei der Internationalen Hotelmanagement Schule in Kastanienbaum, IMI, und mein Job dort ist, dass ich unterrichte in Informatik und Management, vor allem in Webstrategien, also was World Sites erzählt hat, wenn es darum geht, um Google AdWords und Facebook, dass man eben auch als Marketing-Tool einsetzen kann. Alle diese Sachen erkläre ich meinen Studenten, die auch hier da sind. Es sind relativ wenige da zum Zuhören, weil die kennen mich schon und die verstehen nicht so viel Deutsch und die haben mich sowieso schon im Unterricht. Aber ich habe 70 Studenten von unserer Schule hier. Alles zusammen sind wir 250 Studenten, die in Hospitality studieren. Daneben unterrichte ich noch an anderen Universitäten, hauptsächlich bei Grenoble Graduate School of Business in Frankreich. Und da sehen Sie mich studieren und hier sehen Sie meine Studenten. Die meiste Zeit sind meine Studenten übrigens da drin, das ist die Welt des Facebooks, während dem Unterricht. Ich habe nebenan noch eine Firma, das ist meine Corporate Welt, wo ich mit Businessleuten zu tun habe, mit Firmen, die ich berate in Themen Human Resources, aber hauptsächlich eben in Information Technologies. Diese Firma ist auch heute noch in Bangkok. Ich bin seit 2011 auch Buchautor, diese berühmten 5 Minuten of Fame habe ich jetzt erhalten, dass ich ein Kapitel schreiben konnte in ein Buch, das hauptsächlich in Asien an Universitäten verkauft wird. Und mein Chapter, das man hier als Online-Sache runterladen kann, das gibt es auch als Buch, ist eben über dieses Sensory Web oder in diesem Fall spezifisch über das Augmented Web. Nun, ich liebe Technologie und schon mein ganzes Leben war es mir ein Anliegen, mit euch, mit Leuten vom Business oder auch im Privat zu zeigen, dass Technologie eigentlich Spaß machen kann. Aber die meiste Zeit waren meine Kunden eher frustriert wie dieser Herr. Das ist ein Video, das lange vor YouTube-Area wild herumgeschickt worden ist, weil es im Prinzip die Frustration gezeigt hat von Computer-Usern vor 15 Jahren. Und ich habe dann versucht, denen zu erklären, hört mal, ab und zu funktionieren. Jetzt verliere ich natürlich die ganze Aufmerksamkeit. Wenn das Computer wirklich Spaß macht, können, dass es nicht nur darum geht, eben, dass der Printer nicht funktioniert oder der bekannte Bluescreen erscheint. Aber es war eine schwere Sache. Nun, wir sind ein bisschen weitergekommen. Wir sind heute im Jahre 2011, genau August 2011 angekommen. Und es ist viel
vieles passiert in den letzten Jahren. Und ich werde da jetzt nicht einen Ausflug in die Geschichte machen, aber eben durch YouTube, Twitter, Skype, das sind nicht nur tolle Tools, sondern die haben wirklich einen Wahnsinns-Effekt gehabt, wie wir Marketing machen, spezifisch auch im Tourismus. Nicht nur Marketing, sondern wie wir das ganze Internet erleben, wie wir mitmachen. Es hat sich aber auch immer weiterentwickelt, nicht nur das Internet, sondern eben auch die Benutzer. Meine Studenten, die jetzt ein bisschen da rumstehen, das sind ganz andere Typen, die haben einen ganz anderen Approach zur Technologie, wie ihr das habt. Ganz einfach, sie kommen aus einer Welt, da gibt es nur On, da gibt es kein Off. Alles war immer On, On, On. Und so wird das auch erwartet, dass man immer etwas machen kann. Und das, sie waren sehr verwundert, dass wir kein Wi-Fi hier drin haben in diesem MX. Und das ist so ein typischer Feedback, dass man sagt, hör mal, wir sind hier, da sollte auch ein Wi-Fi sein. Now, es gibt einen Ausdruck für die heutigen Benutzer, den ich gut finde. Ich weiß nicht, wie man den ins Deutsche übersetzen kann, aber den Prosumer, also der Producer und der Consumer in einem. Und das hat natürlich eine große, große Wirkung gehabt auf alles, was Business anbelangt, dass der User heute einbezogen werden will. Der Konsument musste oder sollte motiviert werden, mitzumachen. Es gibt zum Beispiel von Translation Corps dieses Social Media Game, wo man mit dem Wilhelm Tell auch im virtuellen Raum mitspielen kann. Und da geht es eben darum, eine Verbindung zwischen der Firma und dem Kunden zu machen, dass man miteinander spielt. Und das klappt sensationell gut, wenn man das auf eine sympathische Art macht. Andere Beispiele im Tourismus, wie in Luzern war eine Sache, da musste man Bilder machen vor dem berühmten Turm in Luzern und das dann im Facebook vermarkten. New Zealand hat der Peter Jackson, der Lord of the Rings gemacht hat, hat sich geweigert, ein Promotionsvideo zu machen von New Zealand und hat gesagt, lass das die Fans machen. Und dann konnten die Leute den Film produzieren und der beste Film wurde dann ausgekoren, um Neuseeland zu repräsentieren. Oder jetzt gestern in den News war Coca-Cola drin, die jetzt neue Slot-Machines im Web, aber auch im Real haben, wo man sich sein eigenes Drink mixen kann. Es geht nicht darum, dass das toll ist, sondern es geht darum, dass es verlangt wird. Die heutigen Users verlangen so einen Mitmacheffekt. Da war das Web 2 und wir haben da über neue Wörter erfunden oder neu erfunden, gebraucht. Empfehlung, Recommendation, Tagging, Identifizierung, Empowerment, Ermächtigung, Sharing, Mitbenutzen, Tribes, Sippen, Wiki Society. Das sind alles Themen, über die man im Prinzip ein ganzes Referat halten könnte. Dies wurde natürlich auch von der akademischen Welt angenommen und so kann man heute an der Hochschule Zürich 21 Wochen Facebook studieren. Sorry, 21 Tage, 21 Wochen, ein bisschen zu viel. Nun, wer sind diese Benutzer und diese Erschaffer dieser neuen Welten? Nicht nur der Web 2, sondern eben auch des Web 3. Wir reden hier von der Generation Y, Next Generation oder einfach die Leute, die im Internet und online aufgewachsen sind. Wenn man den Knicke fragen würde, würde der sehr kritisch sein. Der würde sagen, die sind dumm, die können sich nicht konzentrieren, sie können nicht richtig lesen, sie sind abhängig vom Computer, sie trauen sich alles rauszuschmeißen und zu kritisieren. Sie sind orientierungslos, sie stehlen, wir reden hier über Downloads, sie haben keine Arbeitsmoral und sind sehr selbstverliebt. Nun, das ist die negative Seite, aber es ist auch Hoffnung da. Und zwar die Hoffnung sieht dann ganz anders aus, dass wir hier auch Neudenker haben. Wir haben Kollaborateure, wir haben Netzspinner, wir haben Fotografie-Experten, Multitasker, Mitdenker, Do-It, Macher, Hinterfrager. Das sind die neuen Talente von diesen jungen Leuten. Und da möchte ich vielleicht der Neueste gerne die Frage stellen, wie gut wäre das Mitarbeiterprofil folgendes Mitarbeiters auf Job in der CH? Jemand, der folgende Kernkompetenzen hat, anpassungsfähig, flexibel, kreativ, löst Probleme und ist gewohnt, Entscheidungen zu fällen, lernt ständig dazu und gerne.
Multilinguist, kann relevante Informationen gerade von der Quelle bezogen werden, arbeitet schnell, präzise, teilt sein Know-how mit allen, bezieht sich verschiedenster Geräte und Technologien, liebt Information Overflow und arbeitet 24/7 online, offline und ortsunabhängig. Wer das? Okay. Bestätigt, you're hired. Das sind die Leute von heute. Also wenn ihr im Business seid, die sind da. Aber wie gesagt, wir sind im August 2011 angekommen und ich möchte hier wirklich in das Heute schaffen und nicht mehr rückwärts. Einige Pessimisten, die wahrscheinlich jetzt nicht hier sitzen, die hoffen immer noch, dass dieses Internet irgendwann wieder weggeht, dass dieses blöde Facebook irgendwann wieder verschwindet und das ganze Social Feedback irgendwo sich im Sand veräppt. Es gibt auch diese sehr nette Webseite, die ist theendoftheinternet.com und da hat man das Internetende erreicht. Nun glaube ich, ist das eher ein Witz. Ich glaube, wir sind da im Gegenteil ganz woanders. Und zwar hat eben diese Netgeneration, die ich vorher versucht habe, ein bisschen zu beschreiben, wieder was Neues am Lager. Es hat sich was Neues ergeben und ich glaube, das hat rückwirkend, wenn man das anschaut, wirklich zu einer Änderung führen wird. Da draußen passiert was. Erstens, es wird alles mobil, 3G, Wi-Fi, GPS, iPhone, das hat eine große Wirkung gehabt. Es wird multisensory, wir hören, wir touchen, wir sehen, es hat sich alles ganz neu ergeben. Convergence, es wird eine Verschmelzung, es gibt eine Verschmelzung von verschiedenen Technologien zu was Neuem. Und ich glaube, es ist wichtig, dass Ihre Firma, was auch immer ihr macht, ob das Tourismus ist oder was anderes, wirklich dieser Änderung wieder, wenn ihr von Anfang an wollt, dabei seid, die Mut zollt und vielleicht das schon mal in eurer Firma überprüft, passt das bei uns rein? Wo sind wir hier? Lasst mich einige Geschichten dazu erzählen. Und zwar übers Web 3. Und da möchte ich ein Beispiel vom iPhone erzählen und möchte damit meine Tochter mit einbeziehen. Meine Tochter war zu diesem Zeitpunkt 3 Jahre alt und heute ist sie 4. Und ich muss bei diesem Punkt immer sagen, meine Tochter spielt auch Lego und geht auch in den Wald. Sie ist nicht nur ein iPhone. Aber als Hightech-Papi wollte ich natürlich mal herausfinden, was macht meine Tochter, wenn ich ihr das iPhone gebe und es sieht vielleicht aus, als würde sie da einfach ein bisschen rumtatschen, aber dann habe ich die Kamera rumgeführt. Das ist eine spezielle Applikation für Kinder, ein kleines Puzzle. Und ich war sehr erstaunt, wie einfach Kira, sie habe, mit dem iPhone umgehen kann. Aber ich habe mir dann auch gedacht, okay, da geht es wahrscheinlich einfach darum, dass das ein Spiel ist für eine 4-Jährige oder 3-Jährige und darum auch passt. Darum habe ich dann einfach eine normale Applikation gegeben, die Foto-Application, und habe ihr ohne irgendwie groß zu was zu erklären, mal die Foto-Application in die Hand gedrückt und Sie sehen selber. Sie nimmt sich dem an und sie braucht ihre Finger absolut natürlich. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich, warum das iPhone, oder einer der Gründe, warum das iPhone so sensationell erfolgreich war. Es war zur richtigen Zeit und hat so eine neue Technologie ganz spielerisch eingefügt. Nun, als Vater denkt man vielleicht, okay, vielleicht habe ich den neuen Einstein zu Hause, der Baby Genius. Und da habe ich ihr das viel teurere Telefon von Sony gegeben, von meiner Frau. Und Sie sehen die Reaktion. Da hat es was Neues, da hat es Tasten. Dann versuchen wir nochmal den Touchscreen. Aber nicht toll. Und jetzt zurück. Das gleiche mit dem iPad. Viele haben gedacht, okay, warum ist das iPad, was ist speziell, ist es einfach ein größeres iPhone? Nein, ich glaube, es ist schon ein bisschen mehr dahinter. Ich glaube, dass es gerade für die Blindmedien eine Chance ist, dass man da einiges erreichen kann. Wenn ihr mal versucht habt, so ein E-Book oder E-Sign auf dem iPad zu lesen, das ist wirklich eine ganz neue Erfahrung, weil man in diesem Dokument oder in diese Newspaper eben reintauchen kann, man kann Filme reinbringen, man kann Interaction reinbringen, man kann ganz tolle Sachen machen. Also ihr solltet das unbedingt mal ausprobieren und es ist auch das richtige Format. Man nimmt diesen Computer nicht ins Bett und etwas vom iPhone zu lesen ist auch nicht ideal,
geeignete. Aber es geht dann auch größer. Microsoft hat sich da die Technologie von Surface geholt. Ich bin hier am Internet, bin aber nicht sicher, ob das klappt. Ich werde euch da nicht alle Videos zeigen, ich springe da ein bisschen nach vorne, aber gewisse sagen, ein bisschen böswillig, dieses Surface ist einfach ein riesen iPad, aber auch das ist wieder, ich hoffe es kommt da nochmal, es ist ein Touchscreen, ein Touchtable, wo man verschiedene Applikationen drauf laden kann und es ist wirklich eine ganz andere User-Interaktion. Also wenn ihr mit Usern zu tun habt in einem Travel Office oder in einem Hotel und etwas erklären müsst, durch dieses Tool kann man wirklich viel toller Sachen erklären und die Leute mit reinziehen. Ich sehe, das Internet ist ein bisschen zu langsam hier, um das zu zeigen. Sehr viel mehr Spaß.
euch das hier auch in real. Ihr habt vielleicht gesehen, ich habe keine Uhr und ich bin nicht sicher, ob ich mir eine Tissot kaufen soll, vom Geld, das ich pro Monat bekomme. Ich habe da eine Papier-Tissot und mal schauen, ob die da mir passt. Aha, ah, okay. Da sehen Sie, das ist Augmented Reality. Also das liest jetzt einfach diesen Tag und zeigt es in diesem Fall als virtuelle Uhr. Spielen scheint heute auch mehr akzeptiert zu sein für Jung und Alt, nicht nur für Kinder, sondern viele von diesen, wie man auch wieder, ich kann da nur von Translation Props immer wiederholen, geht es darum, dass man spielerisch mit dem Kunden zusammenarbeitet und das wäre vor 10 Jahren wahrscheinlich noch nicht so gut angekommen. Heute ist es toll. Und diese sozialen Spiele erreichen auch eine neue Audience, also gerade Frauen sind sehr viel offener, wenn es soziale Sachen gibt. Eine große Sache war das Wii, aber das Wii ist gleich out wie Tiger Woods, weil da gibt es jetzt neu und leider kommt da auch wieder ein Film wahrscheinlich nicht. Von Kintech gibt es eine ähnliche Sache, aber da braucht man diesen Controller auch nicht mehr, sondern die hochauflösende Kamera liest einfach die Body Gesture und man kann so spielen. Tut mir leid, ich kann das nicht zeigen. Ja, das ist ein anderes Beispiel. Doch AR kann noch viel mehr sein. Wir reden hier auch von Chi-Tech. Chi-Tech ist auch eine neue Expression. Und da geht es darum, dass eigentlich eine Widersprüchlichkeit von technologischer Komplexität, dass es wird immer komplizierter, sich trifft mit einer natürlichen Freude an etwas, das man schon kennt. Also eben, ihr müsst nicht wissen, wie diese Shift-Deos funktionieren, aber da ihr ja mit Legos schon gespielt habt, auch in eurer Kindheit, kommt das eben zusammen und macht da sehr Spaß. Ich muss da ein bisschen schneller gehen, weil wurde gesagt, dass die Zeit da wegläuft. Es gibt natürlich auch kritische Stimmen hier und so wie Facebook und Twitter und das ganze soziale Web sehen in Kritik ist und gewisse Leute sehen da große Probleme für die Zukunft, würde ich sagen, es wird noch sehr viel mehr Kritik geben für die neuen Technologien, weil die ermöglichen noch viel mehr und multiplizieren die gleichen Probleme, die wir zurzeit haben mit Facebook und anderen sozialen Medien. Und so können wir uns auf vieles freuen. Es sind vielleicht einfach nur gruselige und makabere Ideen, wie diese Augmented Reality Graveyard Applikation, aber es geht dann auch weiter sowas, wo man dann rumläuft und man kriegt dann die Information von den Leuten, die auf einen zukommen, dass man da diese Sachen miteinander mixt, Augmented Reality mit Social Media. Eine ideale Applikation für Einbrecher, Facebook und Augmented Reality zusammen. Ich habe gerade gesagt, ich gehe Fotosafari nach Namibia für vier Wochen und das ist natürlich ideal, dann weiß der Einbrecher, für 4 Wochen hat er da Eingang. Das ist eine Spielerei, aber ist auch Realität und wird auf uns zukommen. Social Feedback haben hauptsächlich zurzeit geht es um schlechte Hotels oder schlechte Professoren, die geratet werden, aber durch diese neuen Technologien werde ich, oder glaube ich, oder bin ich sicher, dass einfach alles bewertet wird. Das wird wirklich runtergehen zur Pizza, zur unfreundlichen Salesperson in einem Laden. Man wird dann einfach die Applikation laden und sagen, nicht freundlich, ab, weil der Rest wird gemacht von der Applikation, die weiß, wo sie sind. Die werden das taggen und dann kann man dann ablesen, aha, von diesem Geschäft sind 20 Leute von 3 unglücklich. Heute würde man das wahrscheinlich noch nicht machen, wenn ihr nicht zufrieden seid mit einer Pizza, geht ihr wahrscheinlich nicht heim und postet das in Facebook oder in Twitter. Das ist zu
klein, wenn der Abstand ist zu groß. Aber wenn es gerade dort gemacht werden kann, dann passt es. Und sicherlich passt es in Tourismus, die natürlich gesamthaft eine sehr, sehr, sehr emotionale Sache ist sowieso. Also ich komme hier zum Ende meines Beitrags. Ich hoffe, dass ich weiß, ich bin da gerannt und schnell gegangen und es hat nicht alles geklappt mit den Videos, aber ich hoffe, es hat Ihnen doch einen Eindruck gegeben, wo diese neuen Technologien eventuell hinführen können. Und so möchte ich euch danken vielmals und bin natürlich gerne bereit, Fragen zu beantworten, aber auch, wenn Sie irgendwie mich mit mir in Kontakt treten wollen, kein Problem, E-Mail oder Skype, was auch immer. Danke vielmals. Ja, vielen Dank, Lukas Ritzel, für die hochinteressanten Ausführungen. Jetzt weiß ich, was das Sensory Internet ist. Die Gelegenheit, Ihnen Fragen zu stellen, kriegen Sie alle gleich beim Campus Talk. Noch ganz kurz, eine Frage möchte ich noch loswerden. Wir haben gesehen, die Internetverbindung war da etwas lahm. Diese Ubiquity auf dem Internet ist in der Schweiz vielleicht noch nicht ganz überall angekommen. Wie viele Jahre sind uns die Asiaten voraus? Die Japaner, würde ich sagen, mental 30 Jahre und technologisch vielleicht 20. So viel? Sehr voraus. Ich meine, wenn ich koreanische und japanische Studenten habe, was ich ihnen zeige, ist alles schon unter Hut. Also ich kann die mit nichts überraschen. Ja, und in diesem Fall möchte ich gleich überleiten auf den Campus Talk, weil Sie können Lukas Ritzel direkt selber Ihre Fragen stellen. Wir machen jetzt nicht die übliche Fragerunde. Und dazu übergebe ich Martina Dallavecchia, Professorin an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Basel. Vielen Dank, Lukas Ritzel und auch natürlich dir, Jörg Eugster, für die tolle Vorlage. Ja, wir haben ja ausgeschrieben, Campus Talk. Campus Talk der Fachhochschule Nordwestschweiz ist immer dafür da, dass Sie die Gelegenheit haben, mit den Experten direkt zu sprechen. Und eben, wir haben jetzt sehr viele neue Inputs von Ihnen bekommen, Herr Ritzel, und Sie haben die Möglichkeit, jetzt mit den Experten zu sprechen. Wir haben das Ganze unter das Thema Hotellerie, Tourismus, Gastronomie gestellt und wir haben neben Jörg Eugster und Lukas Ritzel noch weitere Experten für Sie. Und zwar, Jörg Eugster, du wirst hier zum Thema Blog zur Verfügung stehen. Dann haben wir am rechten Tisch den Herrn Ritzel, der zum Thema Sensory Internet, wenn Sie da mitdiskutieren möchten, können Sie dorthin kommen. Am zweiten Tisch ist der Beat Skratten von WorldSites. Er wird beleuchten oder Fragen beantworten rund ums Thema SEO für Hotellerie und Gastronomie. Am dritten Tisch haben wir den Daniel Ebneter vom Capazia, der das Thema Social Media natürlich hat. Und da können Sie mit ihm drüber diskutieren. Und last but not least, ein ganz wichtiges Thema, Empfehlungsmarketing. Und da ist der Matthias Wettiger von Blockwerk für uns da. Und Sie haben die Möglichkeit, mit den Leuten direkt zu diskutieren und zu schauen, wie können Sie Ihr Business da entsprechend optimieren. Würde mich freuen, wenn Sie die Gelegenheit nutzen, denn ja, so ein hochkarätiges Referenten kriegt man so schnell dann nicht, um sie auszuquetschen und neue Tipps und Ideen abzuholen.